Denn vergleicht man jetzt nämlich also diese Kriterien des nachhaltigen Lernens mit den typischen Funktionen, die digitale Medien mit sich bringen können, dann ergeben sich zum Beispiel diese Potenziale. Also ich habe da nur ein paar aufgeführt, es sind tatsächlich ein bisschen mehr, aber ich habe so versucht, so die wesentlichen zu nennen. Wäre zunächst mal ein Text und Hypertext, wobei ich mich beim Hypertext immer denke, das ist eigentlich verwunderlich, dass wir das so wenig nutzen. Hypertext, für diejenigen, die den Begriff noch nicht kennen, es ist im Prinzip, wie die Wikipedia aufgebaut ist. Sie haben einen Text und hinter einem Link, beispielsweise hinter einem entsprechend vorgehobenen Wort, verbirgt sich eine Zusatzinformation. Also was mich zum Beispiel immer wundert, ist, dass wir Hypertext nicht noch stärker auch im Schulkontext nutzen, weil Sie können ja hinter einem solchen Begriff immer auch eine Begriffsklärung, zumindest eine annähernde Begriffsklärung verbergen. Und das wäre doch durchaus hilfreich. Also das heißt, auch kreativ mit Hypertext zu arbeiten, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, könnte durchaus auch ein interessantes Potenzial sein. Was zum Beispiel auch unterschätzt wird, meines Erachtens, sind die Annotationsmöglichkeiten in PDFs. Ich zeige Ihnen gleich noch, dass ich in einigen Schulen Studien durchgeführt habe zum Thema, wie kann man digital lehren und lernen. Und fand dann immer fast frappierend, dass ganz viele, wenn Sie sagen, wir machen jetzt digitalen Unterricht, ja, was auch immer das heißt, und lesen dann statt im Buch ein PDF im Tablet oder im Laptop. Und jetzt denken Sie ans SAMR-Modell und stellen fest, ja, kann man machen, ja. Aber wenn man weiterdenken möchte und wenn man sich auch fragt, was ist eigentlich lernförderlich, dann gäbe es durchaus andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie Sie arbeiten, ich würde mal unterstellen, dass Sie, wenn Sie beispielsweise PDFs lesen, dass Sie, wenn nicht, wäre es gleichzeitig auch ein Tipp, künftig so zu arbeiten. Ich mache das tatsächlich ganz gerne. Also früher nannte ich das Bücher beschmieren. Also wenn es meine Bücher waren, dann habe ich das tatsächlich auch gemacht. Das heißt also angestrichen und am Rand noch Notizen mir gemacht. Und dann später kann man dann wieder entsprechend, findet man die Notizen und denkt, ach ja, kluger Gedanke, hatte ich offensichtlich schon mal oder auch nicht, je nachdem. Also auf jeden Fall hat es mir geholfen, nochmal mich mit dem Text, mich mit dem Lerngegenstand nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Der Vorteil heute, SAMR, ne, Augmented, ist, dass wir gar nicht unbedingt mehr Bücher beschmieren müssten, sondern wir nehmen uns ein PDF und können Annotationen machen, können Links auch einfügen, beispielsweise zu anderen Dokumenten oder zu Erklärungen, die wir gefunden haben. Wir können etwas anstreichen, finden entsprechend diese Passage künftig wieder. Und tatsächlich wundere ich mich, dass das nicht in höherem Maße auch in Bildungskontexten in Schule auch verwendet wird. Das meine ich mit Annotieren. Ja, und auch anregend und auch unglaublich einfach herzustellen, ist die Zusammenarbeit, also die Kollaboration, zum Beispiel mittels sozialer Netzwerke, zum Beispiel aber auch in Dokumenten gemeinsam arbeiten. Das kann unglaublich kreativ sein. Wenn Sie es noch nicht probiert haben, probieren Sie es mal aus für das nächste Referat. Schreiben Sie mal das nächste Referat nicht in Word und schicken sich das gegenseitig zu, sondern schreiben Sie das kollaborativ. Oder probieren Sie mal Prezi aus. Prezi ist eine PowerPoint-Alternative, die webbasiert ist und die man kollaborativ auch bearbeiten kann. Das heißt, man trifft sich, muss nicht unbedingt physisch treffen, das heißt, Sie können sich auch per WebEx oder per Zoom treffen und bereiten die nächste Präsentation vor und können alle in der Präsentation arbeiten. Prezi, also schöne Software, und es gibt noch viel, viel mehr, mit denen man kollaborativ arbeiten kann. Stichwort kollaborative Tools, schauen Sie mal. Da geht unglaublich viel.
Und der lernförderliche Effekt ist hier die soziale Eingebundenheit. Klar, wir arbeiten immer gerne mit anderen zusammen und wir sind auch kreativer, wenn wir nicht alleine uns mit etwas quälen müssen, beispielsweise mit einem Referat hier für die Hochschule. Und natürlich gibt es, da denkt man immer als erstes dran, wenn es darum geht, Mediendidaktik, also natürlich gibt es den ganzen Bereich der Bilder, der Bewegtbilder, der Animationen, die dann das Verstehen auch erleichtern können. Und das ist tatsächlich etwas, was eine sehr alte Geschichte hat. Da kann man zum Beispiel an die bebilderten Kreuzwege in fast jeder Kirche denken oder die kunstvoll verzierten Kreuzgänge, wie hier zum Beispiel im Dom von Brixen. Und das ist nicht nur zu einer Zeit, in der, also noch vor der Schulpflicht, das ist eine schöne Möglichkeit gewesen, um Geschichten zu erzählen. In diesen Gängen und also auf diesen Bildern werden interessante Geschichten erzählt, sondern auch eine Möglichkeit, denjenigen, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, in ferne Länder zu reisen, auch die Möglichkeit zu geben, die Welt zu sehen. Und das Gleiche können wir natürlich im übertragenen Sinne auch machen, in der Schule, im Unterricht. Also die Welt in den Unterricht holen, mittels Bildern, mittels Bewegtbildern und so weiter. Und jetzt nur um dieses Bild hier auch nochmal abzuschließen. So haben wir es entsprechend seinerzeit auch gemacht. Zum Beispiel wusste damals in Brixen, wenn Sie schon mal da waren, wissen Sie, da haben es Elefanten relativ schwer hinzukommen, man müsste über die Alpen. Tatsächlich war dann auch irgendwann mal ein Elefant in Brixen, aber noch vor der Zeit, also bevor der Elefant in Brixen war, hat man den Maler gebeten, mal doch mal einen Elefanten. Und man hat der Maler sagte dann, ja, ich habe selbst noch keinen Elefanten gesehen. Könnt ihr mir erklären, wie vielleicht ein Elefant aussieht? Und dann die Erklärung war, naja, so etwa wie ein Pferd, das kennst du, ne? Etwa wie ein Pferd mit einer langen Nase. Und naja, entsprechend hat dann der Maler diesen Elefanten gemalt. Ja. Und später kam aber tatsächlich auch noch ein Elefant nach Brixen, aber das wäre dann wiederum eine ganz andere Geschichte. Also, Sie sehen, was ich meine. Zur Veranschaulichung von Lerngegenständen kann man Bilder nutzen. Und das wusste natürlich auch schon Comenius, wobei ich vermute, dass Comenius wahrscheinlich nicht der Erste war, der Bilder zur Veranschaulichung in pädagogischen Kontexten einsetzte. Also denken Sie an Höhlenmalereien und so weiter. Das war wahrscheinlich ein ähnlicher Hintergrund. Aber das Jugend- und Schulbuch, das er entworfen hat, kann man heute noch bestaunen. Das ist eine Fotografie davon. Also fast 400 Jahre alten Buchs, in dem Comenius die Idee hatte, die Welt in das Klassenzimmer im übertragenen Sinne zu holen. Und heute haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten in Bezug auf Animationen, Videos, Bilder und so weiter. Na, nun könnte man jetzt fast vermuten, aus dieser These, kein Lernen ohne Medien, dass Lernen grundsätzlich dadurch besser wird, wenn wir möglichst viele Medien, idealerweise vielleicht auch parallel, benutzen. Immerhin gibt es seit dem Jahr so etwa 2000 die grundsätzliche Möglichkeit, zuvor, vielleicht kennt es noch jemand, sahen Computerbildschirme eher so aus, monochrom, einfarbig grün oder orange, kein Ton, kein Bewegtbild. Die Medien wurden performanter, das Netz wurde performanter. Wir haben uns darüber schon unterhalten im Kontext der gesellschaftlich-kulturellen Medienentwicklung. Und in dem Moment war das möglich, was heute ganz selbstverständlich ist für uns, Multimedia, also mehrere Medien nebeneinander.
Text-Bild-Kombinationen, Bewegtbild, Videos, Animationen und so weiter. Und seinerzeit war die Begeisterung für diese multimedialen Möglichkeiten so groß, dass es, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, war tatsächlich eine furchtbare Zeit, dass tatsächlich kaum Präsentationen es gab, in denen man nicht irgendwie einen Effekt hatte des Einblendens oder auch ja, auch sinnfreie Sounds dann beim Einblenden oder auch beim Einschieben der einzelnen Bullet Points. Ja, war eine verrückte Zeit. Also heute ist es glücklicherweise nicht mehr so. Und schon allein die Reflexion dessen, was ich gerade gesagt habe, zeigt uns schon, viel hilft viel, scheint nicht unbedingt zu stimmen. Dennoch, beim Spracherwerb zum Beispiel, also Comenius wusste das sehr gut, und wenn Sie hier dieses schöne Beispiel sich anschauen, da ist es natürlich Fremdspracherwerb, Spracherwerb ganz im Allgemeinen, ist die Kombination von Bildern und Text natürlich ein Klassiker und entsprechend auch lernförderlich. Aber es gibt einen Punkt, und das haben Kolleginnen und Kollegen aus der pädagogischen Psychologie im Wesentlichen herausgefunden, die sich eben mit dieser Multimedia-These befasst haben, dass die Konstruktion mentaler Modelle, also man würde sagen verstehen, ja, erleichtert werden kann über die Kombination, aber nicht unbedingt erfolgt. Wenn man ein Bild, eine Grafik mit dem Text kombiniert und andersrum den Text mit einem Bild oder mit einer Grafik kombiniert. Das heißt also, in diesen oder in ähnlichen Fällen kann die Kombination zu geringerem Verstehen führen. Und zwar aus dem Grund, wenn nämlich die Lernerin, der Lerner den Eindruck hat, zum Beispiel in Anbetracht des Schaubildes oder in Anbetracht der Grafik, ich habe verstanden. Also ich glaube, also die Lernerin, der Lerner glaubt, verstanden zu haben und liest dann entsprechend den Text nicht. Dann ist das, was an Verstehensprozessen, also an Lernprozessen übrig bleibt, dieses Multimedia-Einsatz ist in der Regel geringer, als wenn beispielsweise der Text kein Bild gehabt hätte und die Lernerin, der Lerner gezwungen gewesen wäre, diesen Text zu lesen. Also das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, es gibt noch ein paar mehr, aber nur so, um das mal kurz zu illustrieren, warum viel hilft, viel nicht unbedingt zutrifft. Und entsprechend ist es auch mit der Lernerin, mit der Lernertypen-These beziehungsweise mit den Lernstilen. Das ist etwas, was immer wieder zitiert wird. Also es gibt die auditiven, die visuellen, die haptisch-kinästhetischen und so weiter Typen. Und natürlich wissen wir, das gibt es natürlich niemals in Reinform. Das heißt also, niemand von Ihnen ist natürlich ein rein visueller Typ oder ein rein kinästhetischer oder kommunikativer Typ, sondern wir alle sind, das sind alles Mischformen. Was trotzdem hilfreich ist, diese Unterscheidung, weil sie uns eben hilft, jetzt gerade wenn Sie Unterricht planen, dass Sie entsprechend überlegen, welche Sinne kann man ansprechen. Aber diese Reinform, und das ist an dieser Stelle einfach nochmal wichtig zu erwähnen, ist natürlich nicht zutreffend und in dem Moment auch nicht hilfreich, wenn man nach der viel hilft, viel These argumentiert, sondern viel wesentlicher ist halt da wieder sozusagen der Rückgriff dann entsprechend auf das didaktische Dreieck. Worum geht's? Wer sind meine Schülerinnen, Schüler? Und in Abhängigkeit davon dann das die Wahl des besten Videos. Und hier habe ich Ihnen das nochmal mitgebracht, das, was ich gerade eben erzählt habe. Die Folie lasse ich Ihnen entsprechend einfach im Foliensatz und
würde da jetzt nicht mehr im Detail darauf eingehen. Wer das aber nachvollziehen will, hat dann da entsprechend auch die Quelle. Ein interessantes Gegenbeispiel hätte ich aber noch für diese viel hilft viel und die Multimedia-These. Nämlich ein Kollege von der Universität Gießen, der Christoph Schreiber, befasst sich mit Mathematik-Podcasts. Und wer sich von Ihnen vielleicht mit Mathematik und mit Mathematikdidaktik schon befasst hat, der weiß, dass die Mathematik eine sehr visuelle, ein sehr visuelles Fach ist, eine sehr visuelle Wissenschaft. Und dass, wenn man wundert sich dann erstmal, dass der Christoph Schreiber offensichtlich hier eine Engführung vornimmt auf den Audiokanal. Man fragt sich dann, wie soll das funktionieren? Weil ich brauche, also viele Mathematikerinnen und Mathematiker sagen, ich brauche meine Tafel, um zu arbeiten. Und genau das ist der Reiz dieses didaktischen Settings, nämlich die Reduktion. In dem Moment, in dem ich reduziere, in dem Moment, in dem ich der Mathematikerin, dem Mathematiker die Tafel wegnehme, ist man gezwungen, das, was sie sonst zeichnen würden, zu reduzieren. Und wenn wir Wolfgang Schnotz und Maria Bannert glauben, das waren die Pädagogen und Psychologen, die diese These gerade vertreten haben, die ich Ihnen beispielhaft vorgestellt habe, kann man dadurch nochmal ein tieferes Verstehen erzeugen. Und wenn Sie das jetzt genauer interessiert, dann habe ich Ihnen da auch die entsprechenden Quellen hinterlassen. Also auch da nur einfach mal so als Gegenthese, manchmal tatsächlich hilft weniger mehr. Und das nochmal zur Unterstützung, dass es letzten Endes bei der Wahl der Mittel, bei der Wahl der Medien immer natürlich darauf ankommt, womit haben wir es zu tun, und natürlich letzten Endes auf die kreative Lehrerin, auf den kreativen Lehrer ankommt. Lassen Sie uns noch ein paar Potenziale anschauen, so zur Vorbereitung des Lehren und Lernens in der Praxis. Also hier, das hatte ich Ihnen ja schon als Beispiel gebracht, die steile These, das Beschmieren von Schulbüchern kann lernförderlich sein, wenn ich zum Beispiel das zur Annotation nutze. Und das Ganze führt für mich auf ein Zitat zurück, übrigens einen tollen Text von Immanuel Kant, wenn Sie ihn noch nicht kennen und Lust auf diese älteren Texte, diese älteren philosophischen Texte haben. Er ist wirklich unglaublich lesenswert. Da stecken unglaublich viele anknüpfbare, kluge Gedanken darin, die auch heute noch Relevanz haben, wie zum Beispiel aber auch dieser hier. Er sagt nämlich, man versteht eine Landkarte am besten, wenn man sie selbst verfertigen kann. Das Verstehen hat zum größten Hilfsmittel das Hervorbringen. Im Prinzip ist das die These, mit der man Eigenaktivität, mit der man Handlungsorientierung im Unterricht begründen kann. Und das versteht jeder sofort, finde ich. Und da sind in diesem Text über Pädagogik von Immanuel Kant über 200 Jahre, ne? Knapp, ja. 200 Jahre alt, steckt einiges an interessanten Erkenntnissen, die wir heute noch ganz gut anknüpfen können. Und im übertragenen Sinne bedeutet das, das hatte ich ja schon gesagt, dass wir natürlich heute nicht mehr Bücher beschmieren müssen, das nur als steile These, sondern dass wir natürlich in PDFs annotieren können, mittels Tablets, und das relativ komfortabel. Aber eben dann in dem Moment das Eigenaktive, gegebenenfalls auch das Kollaborative, wenn man nämlich nicht nur für sich annotiert, sondern mit Kommilitoninnen und Kommilitonen oder im übertragenen Sinne auf den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern. Also selbst konstruieren, aktiv. Man könnte noch weiter denken, auch in den Bereich der Mixed Reality oder auch der Augmented Reality. Sie erinnern sich, das hatte ich beim Thema gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung schon mal genannt, als Augmented Reality nennt man die
computergestützte Erweiterung der Realität. Und da stecken natürlich auch einige Potenziale drin. Praktisch kann es dann so aussehen, ein Bild wird mittels zusätzlicher visueller Informationen ergänzt, wie zum Beispiel von Navigationssoftware. Und da kann man sich natürlich mannigfaltige didaktische Hilfestellungen vorstellen. Ich habe Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel aus dem Anatomiekurs, aber das geht natürlich für jedes Fach. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, gerade wenn wir uns über Aktivierung und Partizipation unterhalten, auch Medien, zum Beispiel Video oder Fotografie, auch handlungsorientiert und aktiv zur Medienproduktion zu nutzen. Also die Schülerinnen und Schüler zu bitten, beispielsweise ihr Umfeld zu fotografieren, selbst kleine Clips anzufertigen und diese dann entsprechend weiterzuentwickeln, zu bearbeiten und damit gleichzeitig nicht nur einen Lerngegenstand thematisieren zu können, sondern das ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, auch das Lernen über Medien entsprechend zu thematisieren. Da hatte ich ja in der letzten Veranstaltung auch entsprechend passende Beispiele genannt. Und da werden Sie natürlich jetzt auch, wenn Sie nächste Woche, im Laufe der nächsten Woche sich die Videos, die Materialien anschauen für unseren Austausch am Mittwoch, werden Sie entsprechend auch dann noch einige Beispiele finden, in denen es gerade um das Aktive, das Kollaborative und das Partizipative Medienarbeiten geht. Also wenn wir uns nochmal so einen Blick werfen auf die Potenziale, ich habe Ihnen da hier einige gesammelt. Natürlich hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Liste war lange noch nicht vollständig. Ich habe zusätzlich nochmal die Kriterien der Lernförderlichkeit, also aus dem kurzen Exkurs, noch ergänzt. Und ich würde Ihnen das jetzt nicht im Einzelfall vorlesen, sondern würde Ihnen das einfach nur als Stichworte, als Einsprungspunkte, wenn Sie sich mal darüber weiter noch informieren wollen, würde Ihnen das entsprechend hier drin lassen. Können Sie mal nach googeln, wenn Sie wollen. Was auch eine gute Möglichkeit ist, ist diese URL, die ich Ihnen hier unten eingestellt habe, wenn Sie sich für die medienpädagogische Praxis interessieren, wie kann man medienpädagogische, mediendidaktische Elemente im Unterricht, in pädagogischen Settings ganz allgemein verwenden. Da gibt es einen wunderbaren Medienpädagogik-Praxis-Blog, der ganz viele Beispiele, ganz viele Anregungen enthält. Ja, Sie sehen, es gibt unglaublich viel, was wir machen können, aber tatsächlich ist es so, dass davon noch nicht ganz so viel es in die Schule geschafft hat. Ich habe mir in den